Hier im Osten freuten sich die Leute ja. über die Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Nachdem ich das letzte Mal rausgeflogen bin, ich glaube, gerade hier die Abfüllanlage von Nuka World ist mega verbuggt. Wir haben jetzt schon ein paar von den Nuka Lurks ganz gewaltig gebuggt. Porter ist eine ganze Zeit immer nur gecrouched, obwohl ich aufrecht gegangen bin. Diese Durchsage wird ständig wiederholt, nervt tierisch. Also ich will eigentlich nur noch ganz schnell hier so raus aus diesem Rundgang. Ich glaube, jetzt ist es auch so weit, dass wir an der Stelle sind, wo ich gestern rausgeflogen bin. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola Dark und erleben Sie die durstlöschendste Variante zu entspannen. Mhm. Mit etwas Alkohol drin. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. 35? Von wegen Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und benutzen Sie keine schweren Maschinen. Du bist der Boss. Okay. Das sind alles die. Ja, das machen wir dann von vorne wieder und dann werde ich nochmal alles hier clearen. Ich erwarte eigentlich hier noch ein bisschen mehr. Die Nuka Lurks lassen sich auch echt schwer. Am besten geht das mit den Splittergranaten. Die Durchsagen nerven gerade tierisch. Und ich glaube, das war's, ne? Mehr habe ich nicht mehr. Trinken Sie Nuka Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Sie hätten es besser wissen sollen. Und immer schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Also das hey Mama und Papa, bereit für einen Abend echt tappig. Hier im Mischbereich. Okay, da gehen wir auch nachher nochmal durch. Was sehen meine entzündeten Augen? Hallo, Baby. Wie komme ich eigentlich ran? Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von mehreren Wie komme ich an Fabriken, dich? In denen Nuka-Cola hergestellt wird. Ran. Hier im Mischbereich kombinieren wir hier einen Hauch der Apfelanlage ausgesuchten Schwarzstoff, um in unsere neuen, supermodernen Raketenflaschen. Wir folgen mal dem Kabel. Ja. Dich lösche ich auch noch aus hier. Eine unserer berühmten Kronkorken verschlossen. Aber jetzt hier können die uns eigentlich nicht besonders viel, wenn ich mal so sagen darf. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach Mann, das nervt, dass die kleinen Viecher jetzt so schnell noch rauskommen. So, habe ich noch ein paar Eier mit hier. Oh, diese ständig wiederholende Durchfahrt ist echt nervig. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die Ihnen einen atomaren Energieschub verleiht. Ja, und genau das wird die geheime Zutat sein. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Familie. Nuka-Cola Quantum. So. Das blaue Leuchten ist nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die im Namen aller Mitarbeiter von Nuka-Cola. Ja, Mann, hör auf immer. So. Okay. Das Fleisch nehme ich mit. Im Namen aller Mitarbeiter von Nuka World. Na! Möchte ich Ihnen sagen, wir hoffen, das nicht. Okay. Spaß gemacht. Ich habe eigentlich eine Queen erwartet. Eine Nuka Queen. Gut. Mhm. Ja, hat schon, aber es war auch teilweise etwas verbuggt, muss ich sagen. Und das ist dann nicht ganz so spaßig. Cool, noch ein Astronauten-Animatronic. Ja, dann wird es jetzt Zeit, in die Kulissen zu gucken.
im Namen aller Mitarbeiter von Nuka World. Das nehme ich hier auch alles gerne mit. Okay, der hat sich selber ausgeschaltet. Und jetzt geht's nämlich los. Jetzt kommt wieder die wilden Aggressor dran. Oh, ja, das ist gut. Das ist echt nervig. Vielleicht können wir das abschalten. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung ziehen. Die anderen sind ja auch alle wieder da, ne? Die haben mich ja schon gar nicht mehr. Ja, kriegen wir hin. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Das Problem ist, dass die Aggressotrons also, sich dann schnell sich unsichtbar machen und dann Sie ist es echt übel, gegen während zu wir kämpfen. Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Ich kann mich jetzt noch nicht entspannen. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Ja, ich hätte auch erst hier und dann hätte ich hier alle... Oh Mann, Gage! Und dann hätte ich sie alle so nach erledigen können. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Da müssten da die anderen Aggressotrons sein, ich glaube. Doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Ey, Gage, lass es. So was habe ich jetzt keine Nerven. Oh. Das sind leere. Da waren aber doch noch mehr Aggressotrons. Wo sind die denn jetzt alle hin? Da hinten lief auf jeden Fall noch einer lang. Jetzt gilt's. Oder ich muss das Vieh hacken. Oh, das haut so rein. Na, warte, das Stück, ey. Oh, da sind sie. Nee, den Strahl kannst du knicken, Fräulein. Okay. Versuch's ruhig. Okay, wir stellen sie aus, die Einheit. Das war's. Dann guckst du, ne? Ah, shit. Oh, und ich habe keine Splittergranaten mehr. Ja, dann komm mal hoch, Fräulein. Kann auch mehr. Oh Gott sei Dank. Und dann muss ich gleich eben ganz schnell abhauen. Abschalten. Ich hätte Selbstzerstörung einstellen sollen. Na? Ihre Eliminierung sofort hinaus. Oh. Du Stück, ey. Komm schon. Oh, wollen wir doch mal sehen, wer hier wen ausführt. Selbst zerstört. Halt! Nein, das war Abschaltsignal. Ich wollte selbst zerstören. Hallo? Nee. Hier. Jetzt aber zurücktreten. Selbstzerstörungssequenz kann nicht abgebrochen werden. Wollen wir noch mal sehen, was mit dir ist. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Er kommt mich dann vorbei. Jawohl. Sag, dass ich Beine habe. Puh. Es sieht gut aus. Der eine ist ja eine. Hat,
Können die sich gegenseitig wieder anstellen? Hier müssten doch wesentlich mehr gewesen sein. Und trotzdem liegen hier so wenig. Och nö. Ja, Tango Oscar Delta sagt. Hecken! Tod, sagt das, ich weiß. Selbstzerstörung. Ja. Tu es selber. Shit! Oh, das war knapp. Ich hätte mich sicher zuerst abschalten sollen. Das wäre einfacher gewesen. Joi. Und dann diese Musik dazu. Wow. Also, oh, Gage. Also merken, erst abschalten, dann Selbstzerstörung. Das waren verdammt viele Aggressotrons. Puh. So, und jetzt kann ich in Ruhe hier endlich looten und kurz ist das Herz stehen geblieben, weil ich dachte, ich hätte den Ton jetzt nicht an oder sonst irgendetwas, aber es sieht gut aus. Hi. Was haben wir hier? Der Innenbereich. Gesäubert. Den Außenbereich haben wir sogar nicht, ne? Oh nein! Da fliegt er noch gar nicht hin. Das war zu schnell. Kurz vor der Veröffentlichung von New Coca-Cola Quantum wurde das Wasser in der Welt der Erfrischung leuchtend blau eingefärbt, um zu Werbezwecken das Aussehen des neuen Getränks nachzubilden. Ja, ja. Was wohl diese geheime Zutat ist, wer weiß das schon. Und jetzt ein langer Ladebildschirm. Naja, herzlichen Glückwunsch. Och, komm schon, echt Spiel. Das ist mir gerade zu dunkel hier. Ich erahne, was da auf uns wartet. Da gehen wir aber ganz zum Schluss erst wieder durch. Also deswegen nochmal, dann lieber nochmal Ladebildschirm. Erstmal ist es jetzt Nacht. Macht halt letztendlich auch nichts. Aber ich will erst drinnen wirklich alles, radikal alles mitgenommen haben. Und geklärt haben. Und wir müssen auch gucken, wie wir an die Powerrüstung rankommen. Eventuell steige ich da sogar gleich ein in die Powerrüstung. Dann haben wir die ja gleich schon rausgeholt. Dann haben wir noch eine New Coca-Cola Powerrüstung. Und dann brauche ich noch die eine unbedingt. Die X01, die in der Galactic Zone steht. Die Frage ist nur, wo kriege ich die restlichen Kerne her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja echt drauf gehofft, dass ich hier welche finden werde. Was für ein Dunst. So, das heißt, ich nehme jetzt echt so gut wie alles mit hier. Hatten wir ja schon mal. Ja gut, die leeren Glasflaschen, die sind nicht so relevant. Aber allein schon das ganze, die ganzen New Coca-Colas. Lass uns nicht zu lange an einem Ort bleiben, wo wir uns locker eine Kugel einfangen könnten. Vor allen Dingen, wir wissen ja schon so ein bisschen von Wim, dass die da ja teilweise, was haben die da, Hummer, ne, in ihr Getränk reingemacht. Wenn jetzt hier Meyer Lurks wohnen, na die, wir kennen sie ja, unsere Nachbarn, die lieben, netten Meyer Lurks von nebenan. Was ist denn da noch die geheime Zutat, abgesehen natürlich von einer gewissen Spur? Radioaktivität. Oh, wer kommt denn auf sowas? Wobei, so konzernmäßig ist das eigentlich nachvollziehbar. So ein schöner Seitenhieb. Ich frag mich immer, und das ist zum Beispiel auch etwas... Lohnt es sich, Teile zum Verkaufen abzubrechen? Oder ist das eine schlechte Idee? Was? Was willst du? Keine Ahnung. Ja, da, das sind immer wieder... Solche Seitenhiebe mag ich. Na, so eine Ironie, so bissig, so von wegen, ja, guck mal, was wir, genauso wie mit den Hubologen,
Na, solche Sachen finde ich toll. Und ich finde das schön, wenn sowas in Spielen drin ist, die sonst auch für die Allgemeinheit eben verkauft wird. Vielleicht Sturm in der Getränkekiste? Oh, hier geht der Loot-Tornado durch. Ja, was soll ich da sagen? Was wollte ich sagen? Es ist halt, für die große Allgemeinheit ist es vielleicht so ein guter Shooter, ein gutes Spiel, aber ich mag solche Seitenhiebe. So, das wollte ich eigentlich letztendlich sagen. Es ist jetzt nicht so. So, da konnten wir noch einen Ausgang. Da waren wir nämlich nicht. Apropos, da waren wir nicht. Schnell speichern. Immer wieder schnell speichern. Und dann können wir mal eben hier öffnen. Den Terminal nochmal eben benutzen. Zack. Türverstärkung aufschließen. Sehr gut. Dann können wir die nicht auch von außen benutzen. Dann hier oben. Da war dann noch am Ende noch ein Aggressotron-Beherrscher, aber ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alle Aggressotrons erledigt, weil die automatisch irgendwie in unsere Richtung gekommen sind. Die waren alle schon alarmiert, weil wir durch diesen Quantumfluss gelaufen sind. Nee, da geht's wieder nach draußen. Mhm. Ich könnte jetzt immer wieder holen. Ich gebe mich ja auch mit dir ab, Porter, aber nein. Das wäre auch ein bisschen gemein, ne? Da würdest du dich auch nicht gut bei fühlen, oder? Noch schön viele technische Dokumente. Plastikschale. Ah, das sind wieder, das ist wieder Glas. Warte mal. Ah, das ist geschützt, okay. Da liegt ein Starkern. Oh. Richtig gut. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Familie. Nuka-Cola Quantum. Okay. Oh. Ein richtiger Krieg stattgefunden. Geschafft. Und immer wieder schnell speichern. Das habe ich echt immer. Ich habe es zu stark vernachlässigt, wenn man dann auch so mittendrin ist. Ne? Man würde es ja auch genießen. Ist nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die ihnen einen atomaren Energieschub verleihen soll. Mhm. Ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Da können wir wieder mixen. Sergeant Lanier, okay. Corporal Downeys Bericht. Das ist ganz nah, oder was? Hier spricht Corporal Downey. Soweit ich weiß, das letzte lebende Mitglied von Sergeant Lanyers Erkundungsteam. Wir haben versucht, die Abfüllanlage zu sichern und wurden von einer neuen Meyerlock-Art überrannt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Blaues Leuchten. Unglaublich stark. Stärker als jeder Commonwealth-Lurk. Das muss das Quantum sein, das hier durchfließt. Wir haben ihr Nest angegriffen. Da kam sie rausgeströmt. Ihr Nest? Wir haben uns zurückgezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser verdammten Lurks mit meinem Bein abgezogen ist. Private Clay hat mich in Sicherheit gebracht. Dann habe ich ihn losgeschickt, um die anderen zu warnen. Aber
Ich konnte die Schreie selbst hier noch hören. Ich weiß, dass keine Hilfe unterwegs ist. Und ich will verdammt sein, wenn ich als Meyer Lurkfutter ende. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand. Corporal Downey meldet sich ab. Für immer. Ach, Gunner. Yay. Es gibt wohl einen Kampf. Wieso? Wer ist dahinter? Verstanden. Da ist ein Geschütz auf jeden Fall. Und ein Fahrstuhl. Aber wir sind ja noch lange nicht hier fertig, ne? Wir gucken uns noch weiter schön um. Ich öffne das dann anschließend. Und was ist hier? Das hier? Das ist einfach nur da, wo die geheime Zutat... Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Zugefügt wurde, ne? Macht mich jetzt nicht nervös. Ich denke immer, da ist jemand, aber... Ich glaube, solange ich das nicht aufmache, kommt da keiner. Kann das sein, dass er mit dem Geschütz redet? Ich weiß, dass du noch da draußen bist. Das könnte sein, ne? Ja, wir nehmen die Quantum mit. Wir haben so viel radioaktiven Scheiß in der Tasche. Das ist doch egal. So. Okay, ja, wir waren am Anfang jetzt noch nicht. Da waren... noch ziemlich viele kleine Sachen, ne? Da würde ich ganz gerne alles mitnehmen, bevor wir dann endgültig auch rausgehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ganz ehrlich, wenn hier so viele Eier liegen, so viele Nuka-Lurks sind, dann kriegen wir garantiert hier noch eine Queen vorgesetzt, also bitte. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir Achso, da unten muss ich auch noch mal gucken. Ich muss nur aufpassen, dass sie noch mehr Splitterminen platziert sind. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Oh, da ist Corporal Downey und ihm fehlt tatsächlich ein Bein. Tja. Er hat es anscheinend nicht wiedergekriegt. Hier in der Apfelanlage kommt unser schwarzes Gold. Ja, Gunner. Supermodernen Raketenflaschen. Geht nicht zu den Gunnern, Leute. Mehr kann ich nicht sagen. Jede Flasche wird mit Kohlensäure versetzt. Aber er hat sein Leben tapfer verteidigt anscheinend. Oder hart verteidigt. Tapfer verteidigt, weiß ich auch nicht, aber... Hier in der Apfelanlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neuen, supermodernen Raketenflaschen. So, das hatten wir gesehen. Ich könnte mal eben... Ah, das können wir immer noch machen. Wir gehen erstmal hier oben lang. Die Musik, ey. Nuka-Cola Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Das patentierte blaue Leuchten. Ach, das also, ist hier. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Alles Sie sich. Klar. Ja, dann können wir das gleich mal eben abkürzen. Welt der Erfrischung führen. Weil, kurz überlegen. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir da schon hin, ne? Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042, als unser Firmengründer John Caleb Bradburton am Anfang seiner Karriere als Hier müssen, ich höre sie noch, Geschütze noch sein, ne? Irgendwie über mir? Ja, da, guck mal an. Komm schon! So, das müssten die Geschütze gewesen sein. Und ansonsten... Ja, du wirst schon wissen, warum du Platz für das ganze 950. Wie viel brauchte ich nochmal für die eine Waffe? Wobei ich echt nicht weiß, ob sich das überhaupt lohnt. Aber wenn wir sie eh schon mal haben, ist es total egal aus meiner Sicht. Im Westen gab es regionale Varianten. Etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Oh, jetzt geht das wieder los. Das wiederholt sich ständig alles. Das ist nervig. Ja, Sie auf die das ist eine fiese Szene. Oh.
Schon bald werden erste schön viele Maschinen, die lange nicht mehr benutzt in wurden. Supermärkten und Restaurants eintreffen. Hier im Osten. Der arme kleine Bär. Die Leute über die erfrischenden Geschmacksrichtungen. Ihr Fiesen. Nuka Orange und Nuka Cherry. So, ja, wir können die Türen jetzt hier alle mal knacken. Es gibt ja ein paar EP. Vielleicht ein bisschen nervig, aber es gibt wenigstens EP. Ach, schön. Ich glaube, alles andere haben wir sonst schon mitgenommen, ne? Zu perfektionieren. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischende ökologische Ja, wir könnten jetzt natürlich Tür für Tür für Tür abfüllen. Da Mitarbeiter Terminal. Hatte ich mir den schon angeguckt? Ich glaube nicht, ne? Memos für Mitarbeiter hatten wir schon lange nicht mehr. Große Neueröffnung an alle Fahrgeschäftmitarbeiter. Nachdem sie im letzten Monat alle im Urlaub waren, freuen sie sich sicherlich sehr, wieder hier zu sein und sich ihren nächsten Lohn abzuholen. Ich will ihr Lächeln sehen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur großen Wiedereröffnung. Sollte die Geschäftsleitung das Gefühl haben, dass sie nicht eifrig und begeistert genug sind, werden sie ersetzt. Vergessen Sie nicht, dass wir uns immer noch für eine vollautomatische Wiedereröffnung entscheiden können. Also machen Sie sich bereit für die Quantum. Von den Getränkespezialisten habe ich sogar erfahren, dass sie die Quantum direkt aus dem Fluss trinken können, wenn sie sich ein wenig schlapp fühlen. Die neue Nuka-Cola Quantum liefert so viel Energie, dass sie alle Bakterien abtötet, mit denen sie in Berührung kommt. Also hoch die Gläser! Scheiße. Nuka-Bar bis auf Weiteres automatisiert. Da steht... Ach nee. An alle Fahrgeschäftmitarbeiter. Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass der Nuka-Bar-Bereich des Fahrgeschäfts bis auf Weiteres automatisiert ist. Trotz zahlreicher Warnungen, dass die Schauspieler das Trinken von Nuka-Cola Dark auf der Fahrt nur spielen sollen, ist Jenny von ihrem Hocker und in den Fluss gefallen. Ihr geht es gut, aber die Krankenpfleger sagten, sie hätte nach nur 2 Stunden ihrer Schicht einen Blutalkoholgehalt von 0,37 gehabt. Wir wissen, ihre Begeisterung für Produkte von Nuka-Cola sehr zu schätzen, müssen unseren Besuchern aber eine absolut sichere Umgebung bieten. Ein Besucher hat seine Brille verloren, als Jenny sich am Boot den Kopf gestoßen hat. Das geht ja gar nicht. Halten Sie sich ans Skript. An alle Fahrgeschäftmitarbeiter, mir ist bewusst, dass einige von Ihnen aus anderen Vergnügungsparks zu uns gekommen sind, wo Improvisation erlaubt oder sogar erwünscht war, aber hier in Nuka World bitten wir Sie, sich ans Skript zu halten. Im Wilden Westen dürfen sich beispielsweise nur Cowboys oder Cowgirls aufhalten. Nuka Girl, Zitana, Clowns, Ritter, Piraten, Gorillas, Ninjas oder Seeungeheuer haben dort nichts zu suchen. Keine weiteren Streicher. An alle Fahrgeschäftmitarbeiter. Wir haben erfahren, dass den Arbeitern in der Abfüllanlage einige Streiche gespielt worden sind. Bitte beachten Sie, dass diese Art von Streichen nicht den Umgangsregeln im Nuka World Angestelltenhandbuch entsprechen. Ein Tablett leerer Flaschen mit Trockeneis zu füllen und diese in den Verschließer zu schicken, sodass sie beim Verschließen explodieren, verstößt eindeutig gegen die Sicherheitsbestimmungen. Wenn Randall aus dem Krankenhaus entlassen wird, findet er die Sache bestimmt lustig. Aber Nuka-Cola kommt für seine Augen-OP auf. Oh Gott. Weshalb es die Geschäftsleitung weniger amüsant findet. Das ist doch kein Streich. Das ist doch Kacke. Wir machen so einen Scheiß. Fahrgeschäftsskripte. Bradburtons Labor. Brad Burton, Schauspieler. Junge, Junge, diese Wissenschaft macht vielleicht durstig. Assistent. Aber wir haben hier nur Kaffee, Wasser und ein paar andere langweilige Getränke. Brad Burton, Schauspieler. Das reicht nicht. Ich habe eine Idee. Erfindung der Nuka-Cola als Pantomime.
Assistent, Sie sind ein Genie. Das ist verdammt lecker. Ich spüre schon, wie mein Herz schneller schlägt. Brad Burton, Schauspieler. Aha, leb wohl, Wissenschaft. Willkommen, Erfrischung. Westernstadt, Cowboy 1. Ach, verdammt, bin ich fertig, Bert. Ich kann nicht mehr. Hut auf den Boden werfen. Cowboy 2. Was ist denn los, Roy? Cowboy 1. Ich habe gerade einen wilden Gaul zugeritten und ich bin erschöpfter als ein dreibeiniges Maultier, das einen Wagensteine den Berg raufzieht. Cowboy 2. Hier, trink diese leckere Nuka-Cola Wild. Der echte Malzbiergeschmack sorgt dafür, dass du dich sofort wieder in den Sattel schwingen kannst. Cowboy 1. Trink die Nuka-Cola Wild in einem Zug aus. Zeit, noch mehr wilde Pferde zuzureiten. Bird, jeeha! Okay, Entschuldigung. Okay, Nuka World. Barkeeper. Werte Dame, was darf's denn sein? Gast. Ich weiß nicht so recht. Bei diesen Drinks dauert es immer eine Ewigkeit, bis ich mich entspannen kann und die meisten schmecken schrecklich. Barkeeper. Dann ist eine Nuka Cola Dark bestimmt genau das Richtige. Gast. Erzählen Sie mir mehr darüber. Barkeeper. Nach Ihrem ersten Schluck sind Sie bereit für den Abend und sie schmeckt so köstlich wie alle Nuka Cola Produkte. Gast. Will mich hier jemand auf eine Nuka Cola Dark einladen? Kauf dir selber eine. Okay. Sehr schön. Dann müsste Brad Burton hinter sein, das Labor, ne? Ich glaube. Ey, komm, das ist fast aufgewärmt. Na, geht doch. Cool. Genau, da haben wir das Labor. Als unser Firmengründer John Caleb Bradford am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Nerv. Die Cola nehmen wir mit und das war's, glaube ich. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und 120% des Energiebedarfs. Okay. Die hatten wir das letzte Mal nicht geöffnet, die Tür, weil ich ja erstmal den White machen wollte. Ja. Ach, das ist die Bar. Wo vorher echte Menschen gespielt haben. Und fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Jenny dann daraufhin in den Fluss gefallen ist, in den Nuka-Cola Fluss. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie Nuka-Cola Dark mit nur etwas Alkohol. So, das haben wir alles. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2002. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt. Das ist auch schon das meiste, glaube ich, gewesen, was wir so mitnehmen können. Oder mitnehmen konnten. Ja, dann wird es jetzt vielleicht doch Zeit, durch diese Tür zu gehen. Aber nur ein Star-Kern. Verdammt. Ich hätte echt mir gewünscht, hier noch mehr zu... Oh, apropos. Warte. Da oben geht das lang, ne? Das geht hier rein, das rote Kabel. Ich habe es da eben gerade gesehen. Können wir hier irgendetwas... Systemsteuerungsterminal entsperren. Stimmt. Das hatte ich fast übersehen. Okay, Obsessed. Verdammt. Resemble. Cool. Hey. Notenergie. Auf Subsysteme zugreifen. Zugriff auf das Subsystem kann aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht hergestellt werden. Bitte Verwaltung und Reparaturpersonal benachrichtigen. Sicherheitstürsteuerung geht nicht, ne? Ich denke mal, es geht nicht. Das wird die... Müsste theoretisch... Türen werden geöffnet? Geht nicht. Ihre Überraschung. Hier produzieren wir das nächste Mitglied der Familie. Nuka-Cola Quantum.
Also um an die Dings ranzukommen, müssten wir sicherlich auch. Kriegen wir denn die andere Tür hier unten auf? Schauen wir mal. Jo, das sind die Geschütze, auf die er vorhin so angefahren ist. So, Tür öffnen. Notenergie. Das geht. Die Notfallabriegelung aktiviert. Wir können es nicht öffnen. Aber wo kriegt ihr jetzt einen Starkerne her? Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal hinten bei dem Dings raus. Wie gesagt, ich rechne mit einer Queen. Ich hoffe, vielleicht ist es inzwischen auch schon hell geworden. Da hinten, wo kommen wir denn da eigentlich raus? Sollten wir da mal gucken? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich ziehe das jetzt eben nochmal durch. Wir sind bei über 35 Minuten. Muss mal eben so gehen. Dann wäre vielleicht ganz gut. Gehen wir hinten nochmal raus. So, wir gucken mal, wo wir hier rauskommen und wieder bitte abspeichern. Das sieht so aus wie so ein Bahnzugang oder sowas. Aber wir müssen trotzdem nochmal gucken, wo das Rohr hingeführt hat. Da hat es auf jeden Fall noch eifrig, so die kleinen Füßchen, die kleinen Krabbenfüßchen, die Nuka-Lurks-Füßchen haben wir gehört. Ach nö. Also hier ist gerade wieder entweder radioaktiver Sturm oder Nacht. Passiert das irgendwie, wenn man länger in einem DLC drin ist oder sowas? Ich weiß es nicht. Da sind auf jeden Fall noch Meyer-Lurks. Aber ich glaube, es wird langsam wieder hell, wenn ich das hier so richtig sehe. Da hinten scheint die Sonne schon wieder aufzugehen. Müsste die nicht da aufgehen? Da ist doch, da hinten ist doch das Kraftwerk. Ich glaube, wird es schon wieder dunkel? Das kann auch nicht angehen. Weil theoretisch müsste, glaube ich, das letzte Mal, als ich vom Kraftwerk Richtung Nuka World geguckt habe. Ach so, okay. Da. Ja, das sieht einfach überall so aus, alles klar. Na, mit euch habe ich ja schon gerechnet. Und ich rechne eigentlich noch mit eurer Königin. Hey. Jetzt bist du tot. Jetzt haben alle drei sitzen mir jetzt am Hintern. Ah, shit. Dann eben auf die Beine. Genau, tut mir leid. Naja, ein Bein weniger macht bei denen, glaube ich, nicht viel aus. Das hat Spaß. Natürlich, die Nuka-Lurk-Königin. Na, wo bist du, Stück, hä? Na, meine Süße. Und ich habe keine Dings mehr. Tja. Na dann, nützt ja nichts. Auslässe. Warum hat sie denn Auslässe? Der kritische Schlag bringt mir nicht viel. Okay, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir etwas Stärkeres hätten. Zito-Schläger nehmen wir. Der Striker. Nehmen wir. Wir haben. Ach, das ist der Bowling. Nee. Ich brauche. Oder ein Funkleitfeuer. Das wäre interessant.
Komm, wir gucken uns einmal. Ich hoffe, ich verbrauche nur eins. Versuch's mal eben. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Geh weg, du Stück. Was ist denn das da hinten? Funkleitfeuer? Ich glaube, das hat nichts gebracht, ne? Okay, ich muss was anderes auspacken. Schade. Naja, hätte ja sein können. Gott sei Dank kann man hier auf Pause drücken. Raketenwerfer oder vielleicht sogar ein Fatman. Wir müssten eigentlich eine Fatman dabei haben, aber ich bin mir auch nicht so... Radikale Bekehrung, nein, Raketenwerfer, ja, 261. Oder einfach wirklich eine Fatman rausholen. Schwerterwunde. Sergeant Ash, nein. Splatterkanone. Och, komm, jetzt muss ich echt ein Ding suchen. Okay, definitiv hauen wir das jetzt mal eben auf den hier. Auf der 5. Oh Gott. Oh, lasst mich raus hier. Willst du mich verarschen? Geh weg! Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Oh, das war ätzend. Das hasse ich am meisten. Naja gut, ich hätte auch was anderes nehmen können und hätte mich da erstmal durchschlagen können, ne? Ich war jetzt so fixiert darauf, die Fatman zu nehmen. Ja, großartig. Pass auf, ich nehme gleich die Fatman. Und zwar ist die ja ganz hier unten. Und ich gucke mal eben, wie viele wir haben. Was war das? Des Problemlösers. Nee, einen Raketenwerfer nehmen wir nicht. Wir nehmen definitiv gleich das Richtige. Wir haben 71 Mini-Atombomben. Hallo? Wenn nicht jetzt? So, das wollte ich sagen. Auf die 5, bitte. Wann, wenn nicht jetzt? Probieren wir es gleich aus. Also, wenn wir die drei weggehauen haben, kommt die Königin. Was anderes habe ich auch eigentlich nicht erwartet. War bis jetzt immer so. Ist ein bisschen nervig, wenn die nicht dabei kaputt gehen. Na, guck mal an hier. Ist das? Achtung, Boss. Okay, wenn wir dicht genug dran sind. Jetzt reicht's. Tut weh, ne? Sauer. Okay. Nachladen. Und einfach warten, bis sie dicht genug dran ist. Alles andere bringt nichts. Da ist, glaube ich, ein Raketenwerfer doch ein bisschen besser. Zeit zum Spiel. Hallo, Baby. Das hat doch Spaß gemacht. Ja, definitiv. Das war eine andere Hausnummer. Wo ist denn der Rest? Echt jetzt? Wo ist denn der Rest? Wo ist der König? Ach da. Wo ist der König? Jetzt bist du tot. Ja gut, das geht jetzt noch, ne? Aber...
Ja, jetzt vermisst ihr aber ein bisschen den König, ne? Wo ist der denn jetzt? Und wir haben ja auch noch Eier, also kommt ja auch noch Brut. Was hat sie denn schönes Nuka-Lurk? Das kann ich eigentlich gar nicht. Das sind so seltene Sachen, ne? Das kriegen wir wahrscheinlich nicht wieder. Bei Meyer-Lurks, okay, ist eine Sache, aber Nuka-Lurks? Da kommt ja echt ein Scheiße. Geht er wieder. Eröffnet das Feuer. In den Hause doch einfach. Ich dachte, ich könnte noch Überreste plündern. Kannst du doch. Du mit. Lässt sich hervorragend Futter draus machen. Wir müssen auf jeden Fall die Energie wieder an kriegen. Mich wollen so viele umbringen. Da muss ich das nicht mitstreiten. Schlechte Entscheidung. So. Ist. Da werden wir sonst rausgekommen, ne? So, erstmal hier die Eier nach wegkommen, weil die nerven nämlich auf Dauer. Ich glaube, wir werden tatsächlich da rauskommen. Wir gehen da mal eben rein. Jupp, da ist es. Da werden wir rausgekommen. Ist das jetzt auch der Außenbereich, den wir räumen sollten? Da ist der König. Na, bist du sauer? Stich gar nicht. Alter. Du willst es aber wissen, ne? Da oben ist noch einer. Das bist du. Aber da kommt einer angerannt. Ich habe ihn gesehen. Da kommt er. Er braucht ein bisschen länger. Okay. Ja, dann machen wir mal hier. Verstehen. Wie gesagt, und das ganz anderes, glaube ich, was Unterschiedliches. Jetzt sind wir schon wieder bei 48 Minuten. Na, so lange Folgen wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Aber gut. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier so frei geräumt haben. Und ob wir hier noch irgendwie Energie kriegen. Wir haben ja auch noch keine Energie im... Das ist so schwierig. Wir haben noch keine Energie im Park, ne? Ob wir das einfach schaffen, indem... Nur so einfach, so der Neugier halber. Aber nee. Das gibt wohl vielleicht sind doch, wenn wir alle Star-Kerne haben. Hä? Hallo Freundchen. Also reingucken wollte ich nicht. Ich meine, da habe ich anderes drunter verstanden, wenn ich sage, ich guck mal rein. Dann wollte ich eigentlich nicht. Und hier selber reingucken. Wo kommen jetzt die ganzen Könige her? Die hätten mal vorher da sein müssen. Die Königin verteidigen. Watch your head. Terminal benutzen. Was können wir denn hier machen? Scheinwerfersteuerung aus. Ja. Licht abschalten. Strom sparen.
Wie die überhaupt hier erst reingekommen sind, frage ich mich. Ah, das ist, glaube ich, die Tür, die wir freigeschaltet haben. Ja, ich meine, das ist die... Gut, dann gucken wir oben nochmal. Auf dem Dach. Wir brauchen die Energie. Aber uns fehlen immer noch... zwei Starkerne. Und ich... Warte mal, da ist auch noch was. Da können wir nochmal gucken. Und ich frage mich, ob die Energie, warum auch immer, keine Ahnung, was da hinten mit... Nee, warte mal, das ist das Museum, ne? Wo war denn das Haus? Oder ist es das Haus? Es könnte sogar sein, dass es das Haus ist. Ich glaube, das ist... da steht noch auch noch eine halbe X01 drin. Und da kann man irgendwo durch einen Geheimgang durch den Keller. Das kriege ich auch noch raus. Hi. Ui, was ist denn hier? Wundervolle kleine Dose, Wodka, Quantum. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist einfach schon zu lange. Ich sage bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, wünscht euch, Lissi. Macht's gut, ihr Lieben.